Willkommen zu einer neuen Folge der Retro Gaming Crew. Leute, Weihnachten steht vor der Tür und damit sind wir alle wieder in der prekären Lage, Geschenke zu besorgen. Als Gamer haben wir sehr wahrscheinlich auch Gamer in unserem Freundeskreis. Da dachten wir uns, schauen wir uns mal auf Amazon um. Was gibt es da für Geschenke, über die sich auch Retro Gamer freuen? Und damit los! It's Christmas time. Grab your coat, it's getting cold. Just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings. So, was haben wir denn hier? Eine Tetris-Lampe. Allein dieser Titel, aber Stackable Night Light for Kids, LED, 7 Colors, 3D Puzzles, Induction Interlocking USB Desk Lamp, Do-It-Yourself, 10 Gram Puzzle, Square Lamp for Kids, Teens, Bedroom, Home Decor, USB. Ich würde sagen, da hat jemand sehr tief in die SEO-Kiste gegriffen. Geht an, wenn man sie zusammensteckt. Bestellen wir. So, das nächste Produkt, das ich hier gefunden habe, ist ein Pac-Man Mini Arcade. Gerade mal 14 cm groß, also das passt locker in die Hosentasche. Sieht schick aus. Ich finde auch besonders den Warnhinweis hier sehr lustig. Nur zur äußerlichen Anwendung. Augenkontakt vermeiden. Ich weiß nicht, wer sich das in die Augen steckt, aber okay. Ab in den Einkaufswagen. So, was haben wir denn hier? Das zweite Buch von Gregor Katsios, den einige von euch wahrscheinlich von Rocket Beans und dem Retro Club kennen. Den ersten Teil haben wir sogar hier. Da ist das Teil. So, jetzt habe ich was ganz Feines hier entdeckt für die Feinschmecker unter euch. Ein Gamer-Kochbuch. Was haben wir denn hier überhaupt? Von Red Dead Redemption Büffelragout mit Honig. Also ich habe keine Ahnung, wo ich Büffelfleisch herbekomme, aber Rindfleisch klingt doch schon mal gut. Nehmen wir. Boah geil, hier ist ein Pac-Man-Brettspiel. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also das müssen wir uns mal genau hier anschauen. Irgendwie sieht das aber aus, als wäre es nur französisch. Riskieren wir, würde ich sagen. Das sieht echt geil aus. So, jetzt, wo wir schon gerade bei Pac-Man waren, dem Brettspiel, hier ist sowas ähnliches mit Tetris. Sieht ein bisschen aus wie 4 gewinnt. Ja, sieht auch noch Spaß aus. Tetris Duell. Nehmen wir, würde ich sagen. Alles klar, Leute. Hier ist ein C64 Mini. Ich muss gestehen, ich habe noch nie ein C64 gespielt. Das ist vor meiner Zeit gewesen. Aber damit könnte ich ein paar Spiele mal nachholen. Das wäre doch mal was. So, da war doch einiges dabei. Aber genug geshoppt. Bis in 2 Wochen. Danke, Vergangenheits-Ich. So, Leute. Eine Woche später sind unsere Pakete alle da. Also schnappt euch was zu snacken, macht es euch gemütlich und dann schauen wir uns die Produkte mal genauer an. Fangen wir mit einem meiner Highlights an, dem C64 Mini. So, da ist das Ding. Wie gesagt, hatte ich noch nie ein C64. Insgesamt sind 64 Spiele drauf installiert. C64, 64 Spiele. I see what you did there. Sieht nach einer bunten Mischung aus. Wir haben hier ein paar Sportspiele, wie es aussieht. Ein paar Shoot'em-Ups nach den Covern zu urteilen. Und natürlich ein paar Jump'n'Runs. Ich glaube, die Tastatur ist nur zur Deko da. Da kann man leider nichts drücken. Oh, Super Cycle, ein Motorradspiel. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Probieren wir erstmal aus. Ready. Scheinbar müssen wir selber hochschalten. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein Rennspiel gespielt habe, wo ich selber schalten muss. Boulder Dash, California Games, Mission Impossible 2. Das sollte man wahrscheinlich kennen. Also schreibt uns das gerne in die Kommentare, ob das auch wirklich eine gute Spielauswahl ist. Kommen wir zum Magic Block. LED-Lampen in Form von Tetris-Blöcken. Nicht so schnell, John. Das wird schon nichts. Nein, ich bin nicht gut in Real-Life Tetris. Bitte nicht zu Hause nachmachen, liebe Kinder. Das ist nicht stabil. Aber wie ihr seht, könnt ihr die aufeinander stapeln und wenn die Kontakt haben, leuchten sie auf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hinten sind noch einige Rechtschreibfehler. Also to avoid any danger, Leerzeichen fehlt, please keep it away from babies and childer. Ich weiß nicht, was childer sind. Das klingt lustig. Also wir haben hier 7 Blöcke mit verschiedenen Farben und Formen und ein USB-Kabel, womit wir das Ganze halt anschließen können, damit es auch mit Strom versorgt ist. Das Coole ist halt wirklich, ihr könnt das aufbauen, wie ihr möchtet. Solange die Teile Kontakt haben, leuchtet das Ganze. Und ich finde, sobald es halt angeschlossen ist und leuchtet, sieht es nicht so billig aus. Aber wenn ihr es mal so nah euch anschaut, sieht das schon echt nach, ja, billig Plastik aus. Also man, wenn man drauf klopft und sich das, mal anschaut und das ein bisschen mit dem Finger drüber geht, dann
merkt man schnell, das ist jetzt nicht hochwertig verarbeitet. Aber wie gesagt, sobald es halt angeschlossen ist und leuchtet, sieht es eigentlich völlig okay aus. Kommen wir zu unserem Pac-Man Mini Arcade Automaten. Ich muss sagen, der sieht größer aus, als ich ihn jetzt erwartet habe. Kennst du das? Wenn es abreißt und dann hinten immer noch... So, das klingt doch schon mal nach Pac-Man. Also man muss schon sehr genau hinschauen, um überhaupt da irgendwie was zu erkennen. Die Geister sind auch leider nicht in den Originalfarben. Also hier diese Rot, Blau, Pink und Orange. Ich muss aber ehrlich sagen, dass wirklich nach einer gewissen Zeit kann ich mir vorstellen, dass der Joystick hier auch abfällt. Also man kann den jetzt schon drehen. Zeit für das ABC der Videospiele Level 2 von Gregor Katsios. Wie schon im ersten Band haben wir für jeden Buchstaben wieder passende Retro-Games und Begriffe mit interessanten Fakten dazu. Wir haben hier zum Beispiel 10 Seiten über Silent Hill. Da findet ihr so einiges über das Spiel. Zum Beispiel über die Musik von Akira Yamaoka, die ich nur empfehlen kann. Hier schreibt zum Beispiel Gregor auch, die Musik von Akira Yamaoka hat maßgeblich zum Erfolg der Serie beigetragen. Also, ne? Hört da gerne mal rein. Ihr findet da auch ein paar Sachen zu den Monstern aus Silent Hill, hier zum Beispiel die ikonischen Krankenschwestern. Falls ihr euer Wissen ein bisschen über Gaming aufstocken wollt, kann ich das Buch auf jeden Fall nur empfehlen. Der erste Teil war auf jeden Fall schon mal interessant. Ich kann mir vorstellen, dass hier ein paar kleine Titel auch noch Erwähnung finden, da es ja schon der zweite Teil ist und die großen Fische wahrscheinlich schon abgehandelt wurden. Aber, ja guck mal hier, Mega Man. Okay, ich nehme es zurück mit den großen Fischen, die sind hier auch noch mit dabei. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr kurz und knackig geschrieben. Vorne findet ihr auch eine kleine Inhaltsangabe. Also 216 Seiten geballtes Gaming-Wissen von Gregor Katsios. Kommen wir zu unserem Gamer-Kochbuch. Ich finde, das hier sieht sehr lecker aus. Von The Last of Us von Ellie Erlegter Hirsch. Vorbereitung 30 Minuten, Ruhezeit 12 Stunden. Also, wenn ihr sehr gerne kocht und es auch drauf habt, ich würde mir das nämlich, glaube ich, nicht zutrauen. So ein von Ellie erlegter Hirsch zuzubereiten. Aber hier sind auf jeden Fall sehr witzige Rezepte dabei mit Anspielungen zu verschiedenen Spielen. Wie zum Beispiel von Tekken Makis von Jim Kazama für die Sushi-Freunde unter euch. Da sind auch immer wieder dann lustige Bilder dabei von den Rezepten, also dem Essen. Hier zum Beispiel mit einer Link-Figur bei Yetis Luxussuppe aus Zelda Twilight Princess. Solltet ihr also jemanden kennen, der sehr gerne kocht und auch noch Gamer ist, ist das Gamer-Kochbuch ein sehr geeignetes Geschenk. Okay, nehmen wir uns mal das analoge Tetris vor. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig gebaut ist. Ihr habt da zwei Varianten, wie ihr das Spiel spielen könnt. Ihr könnt entweder so spielen, dass beide Spieler jeweils 60 Sekunden Zeit haben. Und euch wird dann ein Block angezeigt, den ihr spielen müsst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so einen geraden Block nutzen muss, wird es mir angezeigt und dann habe ich 60 Sekunden Zeit, den zu platzieren und dann einzuwerfen. Oder ihr macht es wie beim Schach. Ihr habt halt beide eine Zeit und am Ende gewinnt derjenige, der noch mehr Zeit übrig hat. Wie ihr hört, solltet ihr nicht mehr genug Zeit haben, kommt ein Alarm und macht euch nervöser. So dass ihr nicht mehr wisst, was ihr tun sollt. Nein! Kommen wir zu unserer letzten Bestellung. Das Pac-Man Brettspiel. Ich finde, das sieht echt geil aus. Die Anleitung ist leider komplett auf Französisch, aber ihr findet die auch online auf Englisch unter ultraboardgames.com. Und hier mein Highlight, ehrlich gesagt. Die Figuren. Pac-Man und die vier ikonischen Geister. Mal sehen, ob ich die Namen noch hinbekomme. Also ich weiß, der pinke hier, der rosane ist auf jeden Fall Pinky. Der blaue müsste Inky sein. Orange war Clyde. Den roten habe ich jetzt leider vergessen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie hieß der rote Geist aus Pac-Man? Also hier ist einiges zum Aufbauen. Das dauert ein bisschen, aber ich würde sagen, John, das probieren wir später mal aus, oder? Er sieht begeistert aus, ihr seht ihn nur leider gar nicht. Also von den 7 Sachen, die wir hier bestellt haben, finde ich, kann natürlich nichts das C64 Mini toppen.
Aber ich finde auch das Pac-Man-Brettspiel, das sieht echt hochwertig und cool aus. Ich will das auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Welches der Produkte fandet ihr am interessantesten? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, vergesst nicht ein Like da zu lassen und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und die Glocke natürlich drücken. Bis zum nächsten Mal. Blinky, Pinky, Inky und Kleid. Blinky, Pinky, Inky und Kleid. Okay.